Eine neue Folge MT5, heute mit einer Aufstellung für die Mali und zwar 4-6. Viel Spaß dabei. Ja, ich möchte euch heute einmal die Aufstellung für die Mali mit einer Waldhüterin und einem Mali zeigen. Und die besteht in der Idee eigentlich nur aus einem einzigen Zug. In der Umsetzung ist sie dann aber etwas komplizierter und da müsst ihr ein bisschen selbst herum experimentieren. Und zwar ist es im Endeffekt ähnlich wie bei den Drachen mit einem Vierer und drei Zweiern. Denn der Mali kann sich in drei Zweier splitten. Und zur Erinnerung nochmal, wir wollen möglichst starke Figuren bekommen. Wir wollen, wenn wir die Triggerpunkte brauchen, Triggerpunkte ansammeln. Und wir wollen möglichst schnell zum Gegner hin, damit wir die Feldboni hier abgreifen können. Und mit der Aufstellung 4-6 bei dem Mali können wir jetzt, indem wir den Mali splitten, drei Sprösslinge irgendwo in unserer eigenen Zone positionieren. Das heißt auch ganz vorne und dadurch haben wir halt quasi drei Zweier-Kreaturen direkt in einem Zug zwei Felder vorbewegt von unserer Zone weg. Genau, und dadurch schon mal einen großen Vorteil, was das zum Gegner kommen ankommt. Außerdem haben wir die Waldhüterin, das heißt wir bekommen schon einen Triggerpunkt, womit wir dann in Zukunft weiter die Goldfrüchte aufwerten können. Jetzt ist die große Frage, wo stelle ich diese Sprösslinge hin? Ich finde, es ergibt immer schon mal Sinn, zwei mindestens nebeneinander zu stellen, denn dann kann man zum Beispiel noch ein G in eine Goldfrucht legen und dann einen von denen immer zu einer 3 aufwerten, um sich vor gegnerischen 6er-Kreaturen zu schützen, denn der darf ja sowohl Goldfrüchte als auch Sprösslinge verbrennen und 6er-Kreaturen quasi hierhin schlagen. Außerdem, wenn man die so nebeneinander stellt und dann eine Goldfrucht reingelegt hat, kann man die Goldfrucht relativ schnell, man hat ja nur eine Welthüterin, zu einer hohen Kreatur aufwerten. Schon im vierten Zug kann man dann ja hier eine 5 draus machen und somit die Sprösslinge vor kleineren Figuren, also zumindest 1 bis 4, schützen. Es kann auch auf jeden Fall Sinn ergeben, dann einen Sprössling an die andere Seite zu stellen, um da eine Goldfrucht hinzulegen und auch hier einen Schattenläufer draus zu machen. Man kann auch erstmal da draus dann irgendwie eine Waldhüterin machen und mehr Triggerpunkte sammeln und dann später zu Schattenläufern wechseln und hat einen dann schon mal vorne. Ich habe hier jetzt als Beispiel einfach mal die Ruinen hingelegt, um zu zeigen, wie das die Aufstellung gegebenenfalls beeinflussen kann. Da würde ich dann die Waldhüterin neben die Ruine stellen. Ohne die Ruinen würde ich sie an den Rand stellen, damit, wenn ich sie zu einem Schattenläufer aufwerten möchte, ich direkt am Rand stehe, wo die halt am stärksten sind. Und das sind so die Gedanken, die man sich machen kann. Noch ein Nachteil dieser Aufstellung. Wie gesagt, wir kommen schnell nach vorne. Aber das heißt, wir sind auch schnell beim Gegner und wir haben halt erstmal nur zwei Kreaturen. Und im Gegensatz zum Beispiel zu den Celadron können wir die nicht durch unsere starke Kreatur hinten oder in einem Zug eine Kreatur reinsetzen, schützen, sondern wir müssen halt immer erstmal noch einen Zug machen, eine Goldfrucht hinlegen und können dann erst im nächsten Zug aufwerten. Das heißt, dieses Beschützen mit den starken Kreaturen ist etwas langsamer. Das heißt, wir müssen uns schon relativ genau überlegen, wie der Gegner sich aufgestellt hat und wie nah wir unsere Sprösslinge daran stellen. Aber wenn er sich jetzt in der Mitte aufgestellt hat, könnten wir zum Beispiel zwei hier auf unsere eigene Seite stellen, damit wir hier auf jeden Fall sicher und geschützt sind, den an die andere Seite und dann haben wir genug Zeit, um hier über die Außenbahnen irgendwie uns erstmal aufzubauen, uns vielleicht noch eine zweite 4 zu machen und Druck zu machen, ohne dass wir direkt angegriffen werden. Ja, das war die Aufstellung 4-6, die eigentlich quasi nur aus einem Zug besteht und dann ein 4-2-2-2 ist. Wenn ihr das mal ausprobiert, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es gelaufen ist. Wie gesagt, ich hatte bisher so ein bisschen Schwierigkeiten dabei, die Position der Sprösslinge so hinzubekommen, dass ich einerseits genug bedrohen kann den Gegner, aber auch selber nicht zu schnell bedroht werde und meine eigenen Kreaturen noch schützen kann. Probiert es mal aus und bis dahin viel Spaß!